Heute Abend geht's hier ins Manhattan-Restaurant. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir gehen jetzt hier im Hotel New York, die Art of Marvel, ins Manhattan-Restaurant. Ich nehme euch mit, was es dort zu essen gibt und das Menü und die Preise erfahrt ihr gleich. Und am Ende natürlich auch meine Meinung zum Essen. Yes. We are only free. You want to take the inside or out the outside? Out, outside or in? Inside. Inside. Three. 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 Bonsoir, thank you. Es sind noch nicht so viele Leute hier, deswegen zeige ich euch das Restaurant mal. Das ist ein ganz schöner goldener Kronleuchter. Sieht sehr edel aus, die Tische sind super schön eingedeckt. Man kann auch draußen sitzen und wir wurden gefragt, ob wir draußen oder drin sitzen wollen. Aber es ist doch sehr warm, deswegen haben wir uns für drin entschieden. Und ja, hier seht ihr die Plätze eingedeckt. Wir sitzen jetzt am Tisch und so sieht die Menükarte aus. Es gibt ein à la carte Menü, da könnt ihr euch einzelne Gerichte bestellen. Wir entscheiden uns aber für das Greenwich Menü, aber ich zeige euch mal kurz, was es hier so gibt. Geburtstagskuchen für dich, Daniel, ne? Ich habe heute keinen Geburtstag. Vielleicht kriegst du ja einen. Aber wir entscheiden uns für das Greenwich Village Menü für 42 Euro ohne korrespondierende Weine. Da ist es wieder. Ihr müsst ihr dazuhören, weil wir sind jetzt hier im Vier-Sterne-Hotel. Und mit korrespondierenden Weinen. Hier passen die Weine nicht, hier korrespondieren. Hier korrespondieren die Weine für 62 Euro. Das wirst du nehmen, richtig? Sie. Und oui. Oui. Da könnt ihr euch dann eine Vorspeise, einen Hauptgang und ein Dessert auswählen. Und dann gibt es natürlich Cocktails und Aperitifs. Und da werde ich mir heute noch was gönnen von. Da habt ihr auch die Weinkarte. Nur damit ihr mal so die Preise sehen könnt. Am besten einfach ignorieren, einfach bestellen und die Kreditkarte hinhalten. Aber dass ihr mal einen Eindruck davon bekommt. Also das ist hier das etwas teurere Restaurant sozusagen. Es gibt noch das Downtown-Restaurant hier im Hotel. Aber wir gönnen uns heute erstmal das Manhattan-Restaurant. Wir haben uns einen alkoholfreien Aperitif bestellt. Den Marvel-Aperitif Orange Fusion Reactor. Sieht schon sehr cool aus, aber naja, 12 Euro, ne? Aber das sind halt Disney-Preise. Dazu gab es noch ein bisschen Brot und Olivenöl. Und das Menü, was es gleich gibt, zeige ich euch gleich. Das ist unsere Vorspeise oder meine Vorspeise. Ich habe mich für die Burrata mit Gemüse entschieden. Auch der Daniel hat die Burrata mit seinem korrespondierenden Wein. Und der Sven hat hier Parmaschinken. Sieht aus wie Pancakes. Ich weiß nicht, er probiert es gleich. Wir berichten dann nach dem ersten Gang, was es war. Und ein paar Früchte. Guten Appetit! Daniel, wie war deine Burrata? Die Burrata war sehr, sehr gut. Also das war wirklich... Wieso gucke ich jetzt deinen Puschel an? Nee, es war wirklich sehr, sehr lecker. Also es war eine sehr, sehr gute Vorspeise. Es war sehr, sehr frisch, hat es geschmeckt und war so ein typisches Sommergericht, fand ich. Und du wusstest vorher nicht, was Burrata ist? Nein, ich wusste was es nicht. Was ist es? Es ist eine Art, es ist eine Mozzarella-Art, das habe ich jetzt rausgefunden. Meistens aus Kuhmilch gemacht und hat ein bisschen mehr Fett als Mozzarella und deswegen ist es weicher. Genau. Der Sven möchte über seinen Parmaschinken nicht reden. Der Parmaschinken, das jetzt nicht heißt, dass der nicht schlecht war. Nein, der Parmaschinken hat ja wie Parmaschinken geschmeckt und das Pfannenbrot war sehr gut. Genau. Aber wir haben ja hier noch was stehen, das er nicht gegessen hat. Das probiere ich jetzt.
Das ist irgendeine Frucht und das soll ein bisschen spicy sein. Es sieht aus wie so ein Chutney. Könnte so ein Mango-Chutney oder sowas sein, oder? Weil... Das ist hart. Boah, ist aber echt scharf so im Nachgang. Richtig? Ja? Mhm. Und nach was schmeckt es? Siehst du, die Tränen schießen hier schon in den Augen. Jetzt muss ich das auch probieren. Also die Schärfe kommt erst nach einer Zeit. Also das ist schon... Aber nach was ist es denn? Frucht. So eingelegt, so Gelee-mäßig, aber schon am Ende schon scharf. Du? Ja. Mein Akku geht leer, mach schnell. Entschuldigung. Oh mein Gott, was ist es? Scharf? Es schmeckt wie Gelee. Kennt ihr dieses Orangenaht und Zitronenaht? Weißt du, was so im Christstollen ist, diese Frucht-Gelee? Hat aber so ein bisschen Plastikgeschmack, fand ich am Anfang. Also ich weiß jetzt nicht, wie das zum Parmaschinken passt. Ich auch nicht. Ich find's auch nicht so lecker. Nee, ist nicht so. Ist es okay. Es ist interessant. Ich würde eher die Burrata empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Burrata, aber es gibt ja noch eine dritte Vorspeise, ne? Was Vegetarisches gab's noch. Unser Hauptgang ist da, die Saltimbocca. Und als Beilage gibt's hier Kartoffeln und... Ich würde sagen, das sind keine Pilze, das sind lilane Kartoffeln. Ja, stimmt. Oh, Daniel, weißt du, der Gourmet schon wieder. Daniel hat dasselbe und das Sven auch, also nicht so spektakulär. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Und unser letzter Gang ist auch da, das Dessert. Ich habe eine dunkle Schokoladen-Olivenöl-Creme. Daniel hat ein Tiramisu, das hätte man ein bisschen schöner dekorieren können. Ein bisschen Obst oder mit ein bisschen Schokocreme, das finde ich jetzt ein bisschen lieblos. Einmal dahin geklatscht. Wow, der Teller hat einen Knick, wow. Ja, der Teller hat einen Knick, das wow. Kann man sehen. Ja, wow. Und der Sven hat... Babà de Limoncello. Super. Guten Appetit. Wir sind jetzt draußen aus dem Manhattan-Restaurant und sitzen hier auf so schönen Stühlen hier im Garten. Es ist wirklich sehr angenehm gerade, deswegen auch ohne Maske. Mein Fazit zum Manhattan-Restaurant, ich weiß nicht, ob sich das Geld lohnt für 42 Euro für das Menü. Die Vorspeise fand ich wirklich sehr lecker. Saltimbocca, ja, ich habe ein bisschen Soße nachbestellen müssen, weil es für mich ein bisschen trocken war. Und ja, so ein bisschen Gemüse hat mir noch gefehlt als Beilage. Und das Dessert, also man hat das Olivenöl schon sehr geschmeckt in dieser dunklen Creme. Klar, es stand drauf und ich wusste es, aber... Weiß nicht, war schon gewöhnungsbedürftig. Jetzt frage ich noch den Daniel, wie er das fand heute. Ja, es war okay, aber es war ein Convenience. Also es war alles fertig. Kannst du näher kommen? Also es war okay, aber es waren schon alles Convenience. Also ich hatte das Tiramisu, habt ihr ja gesehen, und das hat wirklich, das war kein frisches Tiramisu. Das war Tiramisu wie, was man so einfach bei Bellanotte kriegt. Vielleicht bei Bellanotte bekommt oder was in jedem Supermarkt, manchmal in der Kühltheke, so ein großes Stück für 3 Euro oder 4 Euro bekommt. Ist auch sehr lieblos angerichtet, muss ja, ich sagen. Die Hauptspeise war gut. Also Kartoffeln und so, und die Beilagen waren alle frisch, das muss man schon sagen. Auch das Fleisch war geschmacklich gut, obwohl mir bei dem Fleisch auch wieder aufgefallen, das sah auf jedem Teller auch wieder gleich aus. Ne? Also es sind Convenience-Produkte. Und da, das ist so ein bisschen, wo ich dann denke, okay, man bezahlt viel Geld dafür. Es sind halt klar 42 Euro für 3 Gänge, aber dann Convenience, ja, ob das wirklich so sein muss, aber sind wir nicht so wirklich anders gewöhnt hier im Disneyland Paris. Von daher sollte man sich da nicht beschweren. Es hat geschmeckt, man wird satt, das auf jeden Fall. Es wird ja auch Brot dazu gereicht, ne? Aber wir haben es jetzt gesehen und ich weiß nicht, ob es sie nochmal machen würde. Genau, sehe ich auch so. Also ich weiß nicht, ob es nochmal machen würde. Das Downtown-Restaurant wurde ja von vielen jetzt gelobt. Das können wir jetzt diesmal nicht testen, das werden wir bei einem anderen Trip testen. Aber zu Manhattan, es war in Ordnung, aber hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das war mein Fazit hier zum Manhattan-Restaurant. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Restaurant hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.